So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, wir machen wieder Mods. Ja, genau, bevor das Ganze natürlich losgeht, wir werden auf jeden Fall hier noch die ganze Liste durchspielen, denn wie gesagt, wir werden diese hier durchspielen, bevor das Update jetzt kommt. Danach, wenn wir diese ganze Liste durch haben, werden wir auf jeden Fall, also werde ich auf jeden Fall auf YouTube das ganze Update streamen. Dann werde ich mit euch zusammen Infinite World spielen und danach gucken wir mal. Wie gesagt, wir haben jetzt hier erstmal ganz viele Charaktere, die wir natürlich noch durchspielen müssen. Ich habe noch genügend Mods auf meinem PC, noch über 30 Gigabyte. Also wie gesagt, ihr könnt euch noch auf einiges freuen. Ja, was ich noch sagen wollte, wenn ihr natürlich mehr davon möchtet, mehr von mir, dann lasst doch gerne ein Abo da, um mich zu unterstützen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Genau, und jetzt noch das allerletzte zum Download. Der Download kommt bald, sobald ich auf jeden Fall diese Liste abgearbeitet habe, beziehungsweise sobald ich auf jeden Fall diese ganzen Videos hochgeladen habe und diese ganzen Videos auch online gekommen sind. Dann, wenn der letzte Charakter online oder das letzte Video von dieser Liste online ist, dann kriegt ihr den Download auf meinem Discord, Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit den True Omni King Customs the Kings Return. Und ich bin gespannt, ob der was Gutes kann. Also ich bin voller Hoffnung. Ich hoffe es. Wäre ja schon ein bisschen schade, wenn das nicht gehen soll, sollte. Wie auch immer. So. Geil aussehen tut er ja schon mal, ne? So ist es ja nicht. So, wenn ich mir das hier aber schon wieder angucke, dann sieht das auf jeden Fall nicht so gut aus. Ja. Gut. Was soll man da jetzt dazu sagen? Sorry Leute für die kurze Unterbrechung. Ich hasse das, ne? Wenn ich Videos mache, dann schreiben sie mir alle. Ne? Ich versuche natürlich, soweit es geht, zu ignorieren, aber es ist egal jetzt. Ab jetzt, sorry. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier drauf konzentrieren. Den Kajoken sieht ja aber irgendwie schon geil aus, ne? Ah, Supernova passt halt überhaupt nicht, ne? Und vor allem die göttliche Tat kann ich auch nicht einsetzen, weil ihr seht es jetzt selber. Wie soll das gehen? Es geht nicht. Also, naja, okay, der Charakter kann da nichts für. Aber sagen wir so, von den Moves her auch eher nicht so. Von außen, ja, okay, gut. Aber die Moves, nee. Kommen wir zu Superfu. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch ein bisschen gucken bei Charakteren, die jetzt keine Attacke haben oder keine neuen Attacken haben, so wie zum Beispiel dieser Suaki hier. Der kann halt nichts unbedingt Neues. Das heißt, wir nehmen den auch gar nicht erst. Wir können, genau, wir nehmen den Vegeta hier, der kann aber auch nichts Neues. Was soll das alles? Wir nehmen aber trotzdem jetzt mal als Gegner, weil. Denk mal, wir können die beiden jetzt nehmen. Aber ich nehme jetzt keine Charaktere, die wirklich einfach nur unnötig sind. Also, wir wollen schon coole Charaktere sehen. So wie Fu. Fu ist cool. Auch wenn er cool, gleiche Attacken hätte. Es ist Fu. Und vor allem, er hat ein mega geiles Aussehen. What the fuck? Das hat meine Ohren gerade gesmashed. Was soll das? Man hört mal wirklich hin. What the fuck? Ja, ich meine. Was hat das für einen Sinn, die Attacke hier, dieser Time Stop? Ich meine, klar. Die Zeit ist angehalten, aber warum ist die Scheiße denn so laut? Haben wir ihn getroffen? Perfekt.
Ja, Fu wäre auch so ein Charakter, den ich mir noch eventuell in Fighters wünschen würde. Auch wenn dieser Mod hier eher weniger schön ist. Ah, das ist die Neuerung in diesem Vegeta. Der hat halt eine längere Verwandlung. Aber wieder ohne Aura. Aber der kann ja sonst auch nichts Neues. Nee. Komm. Meine Verwandlung cool, aber. Wir werden auf jeden Fall immer so lange Mod-Charaktere nehmen, bis wir wieder einen coolen Charakter haben. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, da muss ich schon wieder sagen, naja. Aber bei denen habe ich Hoffnung. Und wie gesagt, wir sind ja auch noch nicht unbedingt. Okay, der hat eigenes Sound, das ist cool. Ich nehme mal den richtigen Super Saiyan Blue Vegeta, aber vielleicht ist das bei mir auch gebuggt, dass der Evolution irgendwie keine Aura hat. Oh Mann. Oh, das sieht doch schon mal schick aus. Oh, das sieht schick aus. Oh, das sieht doch schon mal schick aus. Ah ne, Vegeta hat keine Aura, tatsächlich. Das ist irgendwie gebuggt. Neo Shift. Oh, nice. Uff, das sieht gut aus. Das gefällt mir schon mal. Alter, fick das meine Ohren. Ja, manchmal so laut. Okay, die ist normal, die Attack. Okay, nicht schlecht. Schön. Wo war die gerade? Also, ne, ich dachte gerade, die wäre in den Drachen geformt, aber ne, war sie nicht. Oh, the White. Ja, wir müssen echt warten, bis Vegeta sein Leben voll hat. Na komm. Aber aus Dragon Ball Heroes, der Goku sieht schon geil aus. Oder was sagt ihr? Bla. Naja. Auch wenn er cool war mit seinen Moves her. Aber die Attacken waren da jetzt nicht so, außer vielleicht eine. Gut. Aber ich muss sagen, trotz allem guter Charakter kann man nicht meckern. So, wir nehmen natürlich noch den Super Dragon Ball Heroes Goku mit. Was ist das? Auch wieder ein. Lol, das hier, das ist ja cool. Das ist der aus dem Spiel Dragon Ball Battle of Z. Das ist cool. Das ist ja richtig nice. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Jetzt los? Wir nehmen mal den Goku auf jeden Fall. Gucken, ob das jetzt noch geht. Ich glaube, das hat sich jetzt gebuggt. Wegen irgendwie was. Ich hoffe nicht. Wenn die jetzt runterspringen, oh, dann funktioniert das super. So, geht sofort los. Geht sofort los. Der Goku kann sich verwandeln, das ist ja schon mal gut. Okay, kann sich nur in Ultra Instinct verwandeln, gut.
Oh. Holy moly. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Das ist richtig geil. Das ist jetzt gerade so der beste Charakter, den wir bis jetzt gehabt haben. Genau, Super Kame. Und dann wechseln wir noch zu Sengoku Sage oder Sage Mode. Und dann, ja. Würde ich sagen. Lassen wir das. Machen wir erstmal Schluss. Okay, der Sengoku sieht auch richtig gut aus. Von den Attacken hier auch schon mal 1 plus. Zack. Oh. Ja, Attacke von G's und ein bisschen umgeändert, ne? Ja, sehr nice. Ja, sehr nice. Ich habe immer die Hoffnung, dass sie bei der Verwandlung noch ihre Attacken ändern. Tun sie leider nicht. Aber ja, das war jetzt erstmal so das Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!